Hallihallo, ihr Lieben, hier auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Und willkommen zurück bei einem etwas sehr, sehr schrecklichen, wo ich dachte, dass ich es nie wiedersehen würde. Aber es ist zurück. Visage. Und zwar in seiner Vollversion. So, und bevor ich jetzt hier total abdrehe, ihr kennt das Spiel. Die, die es noch nicht gesehen haben, müssen sich jetzt unbedingt erstmal die ersten zwei Chapters reinziehen. Da ploppt gleich oben was auf. Aber die, die es kennen, wissen, Licht ist unser absoluter Freund. Mit dabei bin diesmal nicht nur ich, sondern Gott sei Dank ist bei mir Benny. Ja, hallo, ich freue mich, Visage, live dabei zu sein. Bis jetzt habe ich es immer nur im Cut gesehen und freue mich zu sehr einfach, das jetzt live miterleben zu dürfen. Und ich bin wirklich dankbar, weil das Ding alleine zocken war schon wirklich, in den ersten meinen Kapiteln war wirklich... Geht schon wieder los, Benny, geht schon wieder los. Scheiße. So, und das Spiel wurde um zwei brutale Kapitel erweitert. Also es wird schlimm. Es wird schlimm. Ich dachte, ich komme drum rum, aber der Spielegott ist nicht gnädig mit mir. So. Und wir gehen mal erstmal wieder runter. Was schon mal gleich neu ist, was mir sofort auffällt, ist diese olle Krücke hier. Die war im Early Access nicht da. Und das Radio. Oh, der Fernseher schon wieder an. Warum ist die Glotze schon wieder an? Warum? Wer hat schon wieder die Glotze angelassen? Aber wir haben ja auch... Moment mal. Wir haben ja jetzt Videokassetten. Was ist das? Okay. Hier können Videokassetten verstaut werden. Ach, schau mal, guck. Nice. Okay, alles klar. Wie oben bei den Kassetten in Akt 2 mit Dolores können wir hier jetzt anscheinend unsere Videokassetten bunkern. Was haben wir hier? Pride. Können wir uns jetzt... Ah, Rummelaufnahmen. Mhm. Schön. Oh, was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Ein Haar? Verhandelt. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall kein Rum. Oh. Okay. Bodengitter. Laptop. Prima. Also ist das ein Labor oder was? Das ist schon sehr... Okay. Krass. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Footage-Aufnahmen, die hier überall im Spiel irgendwie versteckt, oder versteckt sind sie ja nicht, irgendwie präsentiert werden, die Entwickler hatten ja quasi im Rahmen der Geldsammelaktion diverse Packages verkauft. Ja, du konntest also quasi... Oh. Ja, Alter, das ist ein Labor. Aber wo? Bei uns im Haus? Tja. Also über die Kickstarter-Kampagne irgendwie haben die quasi verschiedene Packages verkauft irgendwie und je mehr du dich, sag mal, finanziell eingebracht hast, jetzt geht's wieder los, ne? Ja. Je mehr du dich finanziell eingebracht hast, umso mehr wurde dein Material, was du eingeschickt hast, irgendwie wahrscheinlich, ne, Familienbilder oder halt solchen Kram hier irgendwie, was halt so, hey, mit dem Sohn auf dem Jahrmarkt oder so. Da im Spiel verbaut. Das ist schon eigentlich ganz interessant, finde ich. So, das war jetzt Pride. Das ist immer so... Nee, das ist Pride. Ja, Pride ist unten, genau. Negligence. Was heißt Negligence aus... Negligé? Oder was? Was heißt das? Keine Ahnung. Was ist denn da? Ein kleiner Tanzwettbewerb. Step Dance? Ist Let Dance? Oh, warte mal. Das ist ja Keller. Das ist ja... Was? Stimmt. Da ist aber ein Loch. Oh, das ist so was ganz gruseliert irgendwie. Dann nur für Hüte auf. Ja, das sind doch so eine Cowboy-Hüte, oder? Ja, nee. Caps? Also der Link hat einen Cap auf, aber der andere hat da so ein Findus und Furbit oder wie die heißen da irgendwie. Hä? Was ist das denn? Der da. Wer ist denn der? Findus und Ferb oder irgendwie sowas? Hat da so ein Hut. So ein Schlapphut. Echt? Hm? Naja, jeder... Alter, was ist das? Sah aus so ein bisschen wie Regale.
Ist das jetzt wieder von vorne? Ich bin der Meinung, ja, oder? Ich würde mal kurz den ersten... Ja, okay. Von ja. vorne. So, tja. Und ich möchte... Hier können Kassetten verstaubt werden. Das würde ich nämlich gerne mal machen. Super. Aha. Okay. Ja. Irgendwie ist es schon wieder ein schön duster hier alles, wa, Benni? Und jetzt fällt mir auch gerade wieder instant... Nice! Ja. Was fällt dir denn ein? Wie langsam dieses Spiel ist. Ja. Also, oh, die Musik. Die Musik, oh Mann. Ich muss mal eins kurz ein bisschen lauter machen, meine Kopfhörer. Damit ich das dann noch, ja, höre, wenn auf immer das Radio losprescht. Na, warte mal, dann mache ich mal mit. So, aus Solidarität. Aus Solidarität. Finde ich gut, Benni. Finde ich gut. So, weil theoretisch befinden wir uns jetzt ja quasi zwischen den Kapiteln. Das heißt, es müsste eigentlich jetzt nicht so schlimm sein. Irgendwie. Also wir dürften jetzt eigentlich nicht großartig gehauntet werden oder irgendwas. Wo steht denn da an der Wand? Achso, das waren ja die Größen. Was? Ja, was? Wie? Ja, ja, da rechts, dreh ich mal um. Da steht ach so, hier ja. Das mit den genau. Größen. Das hat mich gerade so ein bisschen irritiert. So, ich habe natürlich erstmal den grundlegenden Impuls, erstmal überall wieder Licht anzumachen. Ja, willst du denn sowieso mal in den Keller? Weil der Keller war ja... Nein, ich möchte nicht in den Keller. Ich möchte nicht in den Keller. Nein! Aber das war doch im Film drinnen. Der Keller. Ja, meinst du, ich soll jetzt im Keller... Da war doch so ein Loch. Ja. Oh, da sitzen wieder die Horroruhren. Ja, bevor wir in den Keller gehen, würde ich mal ganz schnell... Oh! Oh! Die Tür zumachen. Oh, okay. Es geht schon wieder los, Benni. Ich merke wieder, wie schlimm dieses Spiel ist. Es ist... Ihr macht euch keine Vorstellung, wenn ihr noch nicht gespielt habt. Das ist so schlimm. Ich renne. Das ist Rennen. Oh. Du willst jetzt wirklich überall erstmal Licht anmachen? In erster Linie will ich in den Opferraum. Ne? Okay. Jetzt mal nochmal ganz kurz rekapitulieren und nochmal kurz den Zuschauern nochmal zeigen, was wir überhaupt erreicht haben. Wir haben völlig ekelhaft diesen Unterkiefer. Den haben wir aus dem von uns ersten gestarteten Kapitel Lucy erhalten. Da will ich jetzt gar nicht groß weiter drauf eingehen. Guckt euch bitte die Dinger an. Die sind halt mega krass, mega krass. Ich habe wirklich so dermaßen gelitten, könnt ihr euch nicht vorstellen irgendwie, um diesen Shit hier zu erreichen. Ja? Und dieser kleine Handspiegel ist aus dem von uns zweiten gestarteten Kapitel Dolores. So, und hier geht's jetzt weiter. Ne? Also hier hätten wir noch eine Schüssel und einen Ständer. Gut, also du meinst, ich soll jetzt in den Keller gehen, ja? Doch, also du hast ja die Wahl zwischen... Check kurz den Keller ab, wegen dem, was wir gesehen haben. Oder interagier mit der Krücke. Yay. Da du der Spielende bist, darfst du dich, darfst du die Entscheidung treffen. Nee, pass auf. Ich wähle... Warum? Das war doch vorher nicht da, Benni. Ja. Das ist ein Schlüssel. Ist das ein Omega-Zeichen? Ja. Du hast einen Schlüssel gefunden, an dem ein Omega-Symbol hängt. Aber es ist kein Trigger für ein Kapitel. Aber wer stellt hier diesen wunderschönen Beistelltisch mit Glas hin? Okay. Alter, damit triggerst du das Kapitel. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Gegenstand aufnehmen. Fucking no. Let's do it. Eine Krücke. Rakans Kapitel. Das Allsehende. Die allsehenden Augen. Na bitte. Mhm. Und was zur Hölle? Das ist ein Rollstuhl. Ja, toll. Hast du etwa deinen Parship-Partner gerufen von Resident Evil 7? Nein! Oh, was ist denn? Oh! Ich entsättige! Ich entsättige! Wir können... Oh nein! Oh nein, Benni! Er setzt sich! Bist du der Parship-Partner? Parship-Bild. Oh nein, Oma! Wir sind Oma! Jetzt sind wir Oma! Ethan!
Okay. Und nu? Oh! Atomexplosion! Geh nicht ins weiße Licht. Flieg nicht ins Licht! Übersetzt mal. Husten. Schluchzer. Okay. Alles. Ah, krass. Geh mal, das ist das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer. Anders. Ach so, hinter dir ist der Fernseher in der Ecke. Okay. Also auch so eine geile Röhre. Oh, Alter, was ist das? Wann sind wir da? Warte mal, wir haben ja. Stopp mal. Jansko, stopp mal. Wir haben doch, kannst du dich daran erinnern, als wir nach dem zweiten Kapitel das Comic gefunden haben? Ja. Von Rose, unserer Nachbarin. Ja, du da erinnerst dich? Grob, ja. Für die, schon eine Weile her, aber ja. Nicht im Kopf haben, ploppt kurz mal hier oben was auf irgendwie. Wenn nicht, guckt kurz nach irgendwie, dann wisst ihr, was ich meine. Und zwar sprach Rose von Rakan. Nee, der Mann sprach von Rakan irgendwie, ob wir auf Rakan stehen. Das heißt, wir sind jetzt frühere Besitzer und in der Vergangenheit. Also unschwerbar, also ja, muss man ja ne, kein Genie sein, um zu erkennen, dass das jetzt nicht in der gleichen Zeit spielt. Ja. Aber wir sind anscheinend in einer früheren Zeit dieses Hauses. Und vielleicht sind wir Rakan, ein Vorbesitzer. Was? Okay. Alter. Gleich erstmal. Passiert mir öfters. Benutze keine Tür. Oh, Klinken, sondern okay. Greif einfach erstmal. Es gibt einen Hinweis darauf, welche Schlüssel hier passt. What? Sag mal, saß da jemand am Esstisch gerade? Wait. Mach keinen Scheiß. Hab ich's doch richtig gesehen. Nein! Jetzt geht auch noch die Tür auf. Nee, ich hab's aufgemacht. Ach so. Ich dachte, vorher hättest du die nicht öffnen können. Ja, konnte ich auch nicht. Glaub ich. Hallo? Oder vielleicht sind wir doch nicht Rakan? Und das war Rakan? Oder Terkan? Küche ist auch toll. Oh, so ein... Das ist Rakan. Ja, okay. Das ist Rakan. Da kommen wir nicht näher ran, ne? Okay. What the fuck is this? Was hat er denn gefunden? Better not be what I think it is. Ach scheiße, echt, also Fletchers Vision irgendwie. What is this? Who the fuck are you? Ach so ein Aluhutträger. Irgendwie. Er denkt, dass er überall abgehört wird. Okay. Was gab's denn Schönes? Kotze. Mit Milch. Milch. So. Okay, hier ist alles zu. Aha. Ja, Rakan ist anscheinend Freund der spärlichen Möblierung. Ja, das spartanisch kargen. There you are, little piece of crap. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks! What the fuck do you want, huh? I'm right here! Those little fucks. You think you can find one for me? Okay. Also, ja, er tickt ganz gesund. Er wirkt ganz, ganz freundlich auf mich. Oh ja, hier, guck mal, der... Das, der sogenannte Verbund-Buchsatz, ja? Das ist die hohe Kunst der Meisterschule der Buchbinderei. So, kann ich hier irgendwie? Kein Licht. Nicht. Irgendwie. Heißt. Da vielleicht lang. Aber guck mal, wie schnell wir sind. Wahnsinnig schnell. Ja, du kannst auf einmal richtig sprinten. I swear to God! Was ist los? Stop right there!
Entspann dich mal, Alter. Oh. What? Fisch gemacht. No! Please! Leave me alone! Wer oder was war das gerade? So, schon instant keinen Bock mehr auf dieses Spiel, Alter. Wirklich. Alter! Was war denn das jetzt für eine schwarze Figur? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Also, Rakan scheint wirklich halt, ne, einen Eier am Kreisen zu haben, so ein bisschen irgendwie. Und hat anscheinend extremst Verfolgungswahn irgendwie. Findet anscheinend überall Kameras oder sonst irgendwas. Oder Mikros oder. Bäh. Dabei sind es einfach nur Kakerlaken. Ja, oder. Pff, ist ja geil, weil irgendwie steckst du ja manchmal nicht hinter, wa? Irgendwie. Ja, ah. Toll. Jetzt gehst du ja doch in den Keller. Nee. Sehr schön. Was ist denn das? Das sieht komisch aus. Eine Schallplatte. Die nehme ich doch. Ah. Fotograf. Mit den Hits. Ich kann es nicht lesen. Also irgendwas mit Is in Family oder Is My Family? Ist der erste Part. Is My Family Once at a Time. Nein, ist auch drauf geschissen. Ist also quasi die neue Cypress Hill Scheibe. Können wir hauen sie mal rauf hier. Insane in the Membrane. Was? What? Ja klar. Super Crockery. Ja. 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 Tja, Benny, das, ja. Das war's dann wohl.